Willkommen zurück zu Atelier Ryza. Im heutigen Part wollen wir wieder zu Empel und Layla, denn wir wollen unser eigenes Versteck bauen und dafür brauchen wir Tipps von Empel und Layla. Ob wir das vielleicht mit Alchemie irgendwie verschnellern können oder sowas in der Art. Denn wir wollen das im Pixie-Wald bauen und dafür, wollen wir jetzt eventuell Tipps von den beiden bekommen, ob wir da irgendwas machen können, eventuell mit Alchemie oder so, ob wir da irgendwie damit schneller was herstellen können oder so, weil ein ganzes Versteck zu bauen ist ja ein Haus und sie kriegen vier Kinder vielleicht nicht unbedingt zu hin, weil Claudia ist jetzt auch dabei. Ist sie eigentlich in unserem Team jetzt irgendwie? Nee, scheinbar nicht. Ich schätze mal, noch nicht offiziell, aber es wird bald soweit sein, denke ich mal. Gut, gehen wir jetzt rein zu den beiden und gucken mal, was passiert, würde ich sagen. そんなわけで隠れ家の建て方とか錬金術を使ってできたりしないかなって。気軽に頼れとは言ったが、一人立ちした まず自分でレシピを想像すべきだ。柱なら柱、壁なら壁、いや、家丸ごとすらも調合の結果として捉え、そこからレシピを想像する。レシピを想像する。錬金術で作る他の道具みたいに？重要なのは 想像と結果を直結させる勘だ。私なら材料は想像を実現するための触媒と考える。私たちの隠れが結果想像材料。なんとなく分かったかも。あっと。 ありがとう、アンペルさん。お前が私の独り言をどう生かそうが私の知ったことではない。せいぜい驚かせてみろ。分かった。すっごい隠れ家を作って二人を招待するからね。<笑>なんだ？いや、何？ 錬金術師というのはどいつもこいつもかわいいと思っただけだ。<笑> Sag mal, hat Layla eigentlich irgendwie... Sind das ihre Ohren oder was ist das? Was sich gerade in der Cutscene so bewegt hat? Habt ihr das gesehen? Was war das? Sind das ihre Ohren oder so? Diese Dinger hier hinten dran. Ich habe keine Ahnung, es ist so seltsam. Es ist irgendwie seltsam. So, was soll ich jetzt machen? Wahrscheinlich, ja, zurück nach Hause, um irgendwelche Ideen zu sammeln. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir nach Hause. Wobei, erstmal ganz kurz die Questliste mal abgucken. Abgucken, vor allem durchgucken. Weil ich gucken wollte, was ich nochmal brauchte für die Quest, die wir auf hatten, aber... Ja, alles klar. Jetzt habe ich es ja im Gedächtnis gehabt, was wir genau machen müssen. So, gehen wir mal nach Hause. Ab zum Bodendistrikt. Wobei, ich kann einfach mit Minus mich nach Hause porten, stimmt. Aber ich habe immer Angst, da irgendwelche Szenen zu verpassen oder so. Wenn ich einfach Minus drücke. Scheinbar passiert auch was. どうしたの？そんな大急ぎで走ったりして。ああ、ライザ、ごめん。今急いでるんだ。向こうでボスとランバーに出くわしちゃって。それで逃げてきたの？もう、タオったら少しはやり返してやんなさいよ。悔しくないの？
こうして本を守って逃げてるのは僕がライザたちと出歩いた成長の証だよ。散々駆け回ったせいで前より楽に逃げられるんだ。喧嘩はもともと得意じゃないし、僕にはそれで十分だよ。そういうもんかな。相手が魔物じゃない。ボスたちなら命の危険もないなら逃げれば解決が僕の結論さ。変なところで図太くなっちゃったのね。なんせ古書を読めるようになってきたからね。余計なことに気を使ってはいられないよ。そういえば一度聞いてみたかったんだけど、タオってその本で得た知識を何の役に立てたいの？役に立てる？え？考えたこともなかったな。なかったって、それじゃあ何のためにあんな必死に解読しようとしてたの？何のためにか。ライザも知ってるだろ、僕の家の本が山積みになってる証拠。あ、うん。ひいじいさんが事故で死んじゃってから、あの本の山は何十年も埃をかぶってたんだ。僕は物心ついた頃からずっと知りたかった。本に記してある謎の文字と図面の意味を。山積みになっている量だけの何かがきっとそこに込められているはずだったから。そして今アンペルさんのおかげで一歩前進できた。まだ完全じゃないけど、ちゃんと意味があると分かった。だから知りたいんだ、あの本に書いてあること全部が。何のためにって、ただ知るためにさ。なるほどね。おい、こんなところにボスさん、ボスさん、タオがいましたよ。そんなわけで僕は余計な喧嘩はせず逃げるから、またね。これも成長なのかな。Das war doch interessant. Und die Cutscene hätten wir jetzt wahrscheinlich verpasst, wenn wir einfach nach Hause uns geportet hätten. Beziehungsweise hätten wir sie vielleicht erst später gesehen oder gar nicht. Keine Ahnung. So, ja. Der gute Tao ist also, wird das immer erwachsener. Oh, wir können die Quest machen. Guck mal an. Und jetzt zweifelt Ryza vielleicht so ein bisschen auch an ihrer, ja, Fähigkeit, sag ich mal, ob sie langsam auch ein bisschen erwachsener wird, sag ich mal. Oh, hallo Ryza. Hallo Barbara. Ey, du siehst irgendwie ein bisschen, was heißt nochmal, flushed. Wahrscheinlich sowas in der Art, irgendwie erschöpft vielleicht oder so. Gespürt, durchflutet, aufgescheucht, errötet. Ah ja. Wahrscheinlich sind eher errötet, schätze ich mal. Ja. Ich bin hierher gekommen, um etwas, ja, Shopping zu betreiben, aber meine Füße bringen mich um. Vielleicht sollte ich gehen und ein bisschen Medizin von Edward holen. Das ist so traurig, wenn du bemerkst, wie dein Körper nicht mehr funktioniert, wie er vorher funktioniert hat. Ich vermisse es einfach, die Abilities missen. Ich vermisse es einfach, auch kleine Dinge zu haben, auf die ich mich freuen kann. Hey, ich weiß, Barbara, ich mache dir deine eigene Spezialmedizin. Du? Wo hast du das gelernt, Medizin zu machen? Deine Körperhaltung gerade sieht nicht so gesund aus.
Ja, technisch oder ja doch. Im Prinzip lerne ich gerade noch, aber ich denke, ich kann irgendwas herstellen, was funktioniert. Denkst du? Naja, dann danke sehr. Ich freue mich darauf. Was ist der Punkt, Alchemie zu lernen, wenn ich sie nicht benutzen kann, um anderen zu helfen, stimmt's? Ja, irgendwo schon. Was muss ich für ihre Quests genau machen? Ah, okay, wieder so ein Ding. Also prinzipiell das gleiche, was ich auch für die Quest von Lend machen musste. Beziehungsweise, was heißt Quest für die Hauptstory von Lend? Was wollte der Arzt nochmal haben? Der wollte Supplements Quality Over 50, okay. Müssen wir mal gucken, ob wir die vielleicht auch im gleichen Atemzug irgendwie herstellen können. Wer weiß, wer weiß. Und ich hänge am Zaun fest. So, zurück in den Raisin District. Und mal schauen, ob wir hier eventuell noch irgendwie eine Cutscene triggern können oder so. Ah, guck mal. Hey, ihr kleinen Problemmacher. Wortwörtlich übersetzt. Mir fällt immer das richtige Wort dafür nicht ein. Ihr kleinen Unruhestifter. Was denkt ihr, wo ihr hingeht? Agatha, wir machen nur, nur einen kleinen Spaziergang. Ja. Ihr glaubt, dass ich das glaube, oder ihr erwartet, dass ich das glaube. Ihr wollt wahrscheinlich zu den Wäldern oder den Klippen oder irgendwelchen anderen gefährlichen Orten, ne? Oh, komm schon. Wenn es nach dir geht, hören wir uns an wie ein Haufen kleiner, Reckless. Es fehlt mir der Reckless. Reckless, bla. Ja, Mann. Ich hasse es. Das Beste wäre wirklich, ab dem nächsten Part mache ich so, ich lese die Texte einfach auf Englisch vor und blende die deutschen Übersetzungen ein, meine Güte. Rücksichtslos, genau. Wir hören uns nach dir nur an wie ein Haufen rücksichtsloser Kinder. Wir, ja, gehen auf ein nächstes Abenteuer. Ihr seid Kinder. Ihr helft eurer Familie nicht und wandert nur herum. Das ist, was Kinder machen. Naja. Besonders du, Riser. Mio hat mir erzählt, dass... Quatsch. Mio hat mir gesagt, dass ich ein Auge auf dich werfen soll und... Was? Dass ich dich quasi beobachten soll und es dich wissen lassen soll, wenn ich dich sehe. Ah, du bist irgendwie der beste Wächter der Stadt. Du brauchst wirklich deine Zeit nicht mit uns zu verschwenden. Ah, das ist genau das, was ein Guardian machen soll, also ein Wächter. Es ist meine Arbeit oder mein Job, das Dorf zu beschützen. Naja, ja, aber technisch gesehen sind wir Part des Dorfs. Sind wir auch Teil des Dorfs, nicht? Ah, hört auf, euch mit mir anzulegen. Wenn ihr wirklich keine Kinder mehr seid, dann nehmt Verantwortung für eure. Ja. Aktionen, für eure Handlungen. Wer hat gesagt, dass ich das nicht mache? Ich habe mich meinen. Den Wünschen meiner Eltern entgegengestellt. Was? Nee. Ich habe mich den Wünschen meiner Eltern entgegengestellt, ein Wächter zu werden. Ich habe im Wald trainiert, im Geheimen. Agatha. Ich kann euch nicht aufhalten von dem, was ihr machen wollt. Aber das heißt nicht, dass ihr so rücksichtslos sein könnt. Ja, okay. Danke, Agatha. Wir lieben dich.
Ich will nur nach Hause gehen und lesen. Was redest du? Sie hat uns gerade Erlaubnis gegeben. Dankeschön, Agatha. Diese Laufanimation sieht so dämlich aus, einfach. Ihr drei habt immer noch viel Erwachsenwerden zu tun. Viel Erwachsen, wie auch immer. Schön. Ich wollte aber eigentlich in diese Richtung hier. Vielleicht kommt ja noch eine Szene direkt. Das wäre doch schön. Aber nee, scheinbar nicht. Gut. Was muss ich nochmal machen eigentlich? Ah, genau. Ich muss da sowieso nach Hause. Egal, ob für die Quest oder jetzt so. Dann gucken wir uns das mal an, würde ich sagen. Maisa, Kakurega-no-nausikata-omoizuita-tte. Honto? Chiisakute-mo-tatemono-daro? Sonna itchou-issekini-omoizukeru-mon-na-no-ka-yo? Tekito-na-omoizuki-de-nausite-mo-sugu-kuzure-ru-n-ja. アンペルさんみたいにうまく説明はできないけど、私の隠れ家の完成形をイメージしてみたの。イメージ？そう、家ならどんな感じの材料が必要かってある程度推測できるじゃない？それが分かればどの材料をどう錬金術で調合すればいいかもなんとなく分かってくるわけ。え、そうなの？ ちょっと待ってよ。これとこれ。 必要な材料をまとめてみた。これだけ揃えば隠れ家が建てられる気がする。この材料を作るための原材料もたくさん採取しなきゃいけないけど、この材料から調合 完成までがつながっていく錬金術師としての確信ってやつ、信じてくれる？ まあ、面白そうではあるか。このメモにあるものを用意すればいいんだな。僕もどうやって隠れ家が出来上がっていくのか興味は湧いたかも。私も最初についていければ 本当の仲間に。クラウディア、何か言った？うん、何でも。私にも何か手伝えることはない？クラウディアには完成後に手伝ってほしいかな。レントとタオのセンスじゃ内装は任せられないからさ。随分な言い草だな。せっかく手伝ってやるっつってんのに。そうだよ。 ライザは僕らのありがたみについてもう少しちゃんと認識してほしいな。ごめんごめん。ちゃんとありがたいって思ってるから。それじゃあ私はみんなが採取してる間お弁当やおやつを用意して待ってるね。ほんと？前にもらったクッキー美味しかったんだ。がぜんやる気が出てきたよ。むしろ そのためにライザを手伝うのもありだな。あんたらね。あ、そうだ。作った材料の管理は3人に任せていい？ああ、そっか。ライザに持たせたままじゃせっかくの材料も錬金術に使われかねないね。そうそう、そういうこと。ったく、偉そうに言うなよな。 何にしてもやることは決まったわけだ。ちゃっちゃと材料を作って隠れ家を直しに行こうぜ。 あー！ Okay. Dann retitled materials, dann building materials, no material. Alles klar. Dann wird es jetzt Zeit, dass wir unser eigenes Versteck aufbauen. Wie ist das jetzt? Muss ich jetzt wirklich irgendwie... Make one of the materials you came up with. Okay, alles klar. Ich dachte, jetzt muss ich irgendwie drauf warten, bis uns
unsere Leute die Materialien gebracht haben, aber scheinbar nicht. Gut, bevor ich aber jetzt irgendwas in der Richtung mache, würde ich ganz gern, oh, wir können jetzt das hier, nee, können wir nicht, Quatsch, vergesst es. Würde ich ganz gerne mal ganz kurz gucken. Wenn wir jetzt das hier machen, ob wir hier irgendwie was richtig Geiles machen können, um die Qualität zu steigern. Und so. Also, ob wir jetzt hier ein paar Dinger machen können, die wir brauchen für die Sidequest mit dem Arzt. So. Sehr schön. Jetzt brauchen wir hier das beste Wasser. Einfach das hier. Okay, jetzt haben wir die Qualität auf 42. Machen wir jetzt nochmal ziemlich gutes Wasser hier rein. 45 haben wir jetzt. Ach, scheiße. Können wir... Aber wir können wieder zurück. Das ist praktisch. Okay, jetzt habe ich nochmal das gleiche Wasser benutzt. Toll, das war sinnvoll auf jeden Fall. Habe ich irgendwie noch welches, was mehr hat? Ne, 46 ist scheinbar echt. Ne, 48, guck mal. Das würde auf Quality 46 hinauslaufen. Hm. Jetzt machen wir hier noch was hin. Nee, warte mal. Warte mal. Wir gehen mal ganz zurück. Das ist nochmal von vorne. Moment. Nein, ich quatsch nicht das Gelbe, das Grüne, bitte. Also, wir suchen das hier wirklich das Beste, was wir. Hier, 30 ist schon mal besser. Habe ich ihn vorhin gehabt? Hatte ich auf jeden Fall irgendwas Schlechteres. 29. Hier 35. So. Dann nehmen wir jetzt hier direkt das. Ah, oh, guck mal, 50er Wasser haben wir auch. Guck mal einer an. Und dann machen wir jetzt noch hier das 48er Wasser da rein. Und dann guck mal, komm, perfekt auf Qualität 50. Das ist doch schön. Das ist doch super. Ja, ich kann die eher nicht benutzen, ist ja egal. Ich brauche bloß Qualität 50 für die Quest von dem Arzt. So, sehr schön. Genau, das können wir jetzt dem hinbringen. Und dann muss ich für die andere Quest... Nein, noch dieses... Blessing Ointment machen mit Qualität über 30. Das sollten wir auch irgendwie hinkriegen. Hier, Blessing Ointment. Nehmen wir die hier. So, und hier oben ist Quality. Perfekt. Und dann packen wir jetzt hier noch einfach irgendwas rein. Oh, das hat jetzt die Qualität schlechter gemacht. Ich depp. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Irgendwas, was sie besser macht, auf jeden Fall. Hier, guck mal, 38. Wobei, nee, komm. Das ist eine 60er Frucht. Die haben wir irgendwann bei einer Quest bekommen. Als Item. Hier, guck mal, 41. Das habe ich, glaube ich, irgendwann mal gefunden. Das können wir benutzen, meinetwegen. So, perfekt. Jetzt machen wir noch meinetwegen... Also, eigentlich reicht es das schon nicht. Ich brauche bloß... für die Quest das. Das will ich ja nicht für mich selbst benutzen oder so. Okay. Sehr schön. Und könnte ich das jetzt auch... hier ausrüsten, meinetwegen... bei Riser, bei
dem Ding jetzt hier. Ja, guck mal, da könnte ich das auch ausrüsten. Also kann ich mir da auch bessere Heil-Items herstellen für, alles klar. Gut, dann gehen wir erstmal nach draußen. Und bringen jetzt dem Arzt und der älteren Frau ihr Zeug, würde ich sagen. Also ab nach Boden District war es, glaube ich. Gehen wir nach Freshers Shop. Und dann müsste das klappen. Hoffe ich mal. Kommt eine Szene? Sieht so aus. Oh, es sind Bossen Lamba. Oder Lumba, wie auch immer. Die sehen sehr ernst aus. Ich frage mich, was los ist. Sorry, Boss. Meine Mutter hatte wirklich schlechte Bauchschmerzen. Oder schlimme Bauchschmerzen. Das passiert, wenn du Medizin kaufst von irgendeinem zufälligen Händler, der hier nur bei Nacht quasi vorbeikam. Aber es war so günstig. Sie konnte sich selbst nicht helfen. Deswegen kann man keinen Drifter, also wahrscheinlich irgendwelche Händler, die halt nur mal kurz vorbeischauen, vertrauen. Das ist hier öfter passiert, seitdem Vater Erfolg hatte. Also wahrscheinlich mit denen die Handelsrouten aufbauen. Wo wir davon sprechen, ich vertraue diesem Alchemisten, der hier herumläuft, auch nicht. Ah. Oh, er. Ja, er und seine Frauen-Bodyguard, also Wächter, wie auch immer. Bodyguard ist ja jetzt auch inzwischen ein deutsches Wort. Sind hier und in den Ruinen rumgekrochen. Die sind wirklich Grabräuber. Ja, total unvertrauenswürdig. Er sieht jung aus, aber tut halt so, als wäre er sehr alt. Und ich vertraue seinem hübschen Sidekick auch nicht. Was zum Teufel? Unvertrauenswürdig, Grabräuber? Riser, wie, du magst es, Boss zurechtzuweisen? Das will ich nicht hören. Okay. Ja, du kannst nicht verneinen, dass er, auffällig ist. Seltsames, wie auch immer. Relies. Es fehlt mir wieder das Wort. Er verlässt sich auf seine seltsame Alchemie-Hexerei. Da ist nichts Seltsames an Alchemie. Es ist... Ich hab's nachgeschaut. Du mixt Dinge zusammen, um was komplett Verschiedenes herzustellen. Wenn du weißt, was es ist, warum... Genau das macht es so dubios. Es ist... Es macht keinen logischen Sinn. Das ganze Dorf weiß, wie seltsam er ist. Du und deine Bande. Ihr seid die Einzigen, die es scheinbar nicht wissen. Und nicht sehen. Ihr liegt falsch. Darum geht es nicht bei der Alchemie. Wow. Ja, die sind halt typisch. Alles, was neu und was neu ist, weg damit quasi. Oh Mann, ey. Ich meine, prinzipiell ist doch eigentlich noch ganz viele Sachen so wie Alchemie. Meinetwegen. Jetzt fällt mir gar kein gutes Beispiel ein. Kochen ist ja prinzipiell auch irgendwo wie Alchemie. Du packst manche Zutaten in Wasser und plötzlich wird eine Suppe draus. Schlechtes Beispiel, ich weiß, aber irgendwie... Na, egal. Ich frage mich, ob Alchemie etwas damit zu tun hat. Wir haben deine Sachen, die du brauchst. Hier, viel Spaß damit. Hallo Doktor, ich hab was du gefragt hast. Wow, stimmt das? Hier, bitteschön. Oh, ich habe eigentlich Green Supplement gemacht, aber egal. Ha.
Erinnert sich an irgendwas? Naja, gucken wir mal. Nein, ich erinnere mich immer noch nicht an irgendwas. Oh, das ist echt schade. Naja, vielleicht kommt es zurück, wenn du... vielleicht kommt es die nächsten Tage zurück, quasi. Ja, das ist möglich. Ich versuche mich darauf zu konzentrieren. Ich werde versuchen, mich darauf zu konzentrieren. Das ist nur eine Schätzung, aber vielleicht hat es irgendwie... Aber vielleicht habe ich mit irgendwem zu tun gehabt, der in der Alchemie, der also auch in der Alchemie beteiligt war, wie auch immer. Die Wege der Alchemie? Oh, was ist mit Empel? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe ihn getroffen, natürlich. Aber... es hat sich nichts Bekanntes angefühlt, außer der Fakt, dass er ein Alchemist ist. Okay. Dann werde ich weiterhin die Alchemie benutzen, um mehr Items für dich zu machen und bringe sie zurück. Das schätze ich sehr. Ich bin sicher, Impose, was heißt immer Impose? Wahrscheinlich verlassen oder so, also auf ein Verlassen vielleicht. Ich schaue lieber nach. Verhängen, ausschließen, erheben, durchsetzen, Eindruck machen, imponieren, beeindrucken. Naja. Okay. Ich hoffe, das ist okay. Natürlich. Ich gehe erstmal. Also irgendjemand, der mit Alchemie zu tun hat. Wer könnte es sein? Vielleicht jemand, den wir im Story-Fortschritt noch kennenlernen werden. Mal gucken. Das war jetzt die ganze Quest. Das geht nicht mehr weiter, ja? Nicht Equipment, nein. Ja, jetzt haben wir noch die offen mit der Frau. Ja, die machen wir aber noch heute, würde ich sagen. Der Part ist wahrscheinlich ein bisschen länger, aber was soll's. So, ihr beiden sind immer noch dumm. Ich mag die beiden echt nicht. Ich habe angefangen, Boss zu mögen, aber jetzt... finde ich seine Einstellung... ich weiß auch nicht. Er ist irgendwo ein Arschloch, ganz ehrlich. Ich sage das so frei raus, wie es ist. So, hier hast du deine Medizin. Barbara, ich habe dir etwas Medizin, die ich dir versprochen habe, mitgebracht. Das sieht etwas ernsthafter aus als das, was ich erwartet habe. Es ist okay, versuch's mal. Oh, ich beginne mich überall warm anzufühlen. Und es kann auch Wunden heilen. Wow, das alles kann's tun? Es fühlt sich an, als ob der Schmerz in meinem Bein weggeht. Oder in meinem Fuß, besser gesagt, nicht Bein. Oh, Gott, der Schmerz ist komplett weg. Lass mal herlaufen, um zu testen. Ich denke, ich werde jetzt einen langen Spaziergang machen. Vielen Dank, Riser. Ach, nicht zu danken. Genieß deinen Spaziergang. Ja, und so viel dazu. Das war doch auch eine sehr schöne Quest. Okay, jetzt haben wir nur noch die hier. Und keine Ahnung, wann und wie wir die machen können. Das dauert wohl noch ein bisschen, aber egal. So, im nächsten Part werden wir... Oh. Ich bin so beschäftigt gewesen, seit ich Empel getroffen habe. Ich habe Alchemie gemacht, jeden einzelnen Tag. Und ich war beschäftigt, die Bücher zu entziffern. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Laila, wird mir mehr
Kriegerzeugs heute beibringen. Wenn du das, das Versteck beenden kannst, also herstellen kannst, wie auch immer. Denn dann kann ich mal dem Nö meiner Mutter entkommen und eine ganz eigene Welt kreieren. Das. Das klingt nach einem ziemlich kleinen Ziel, wenn du es so sagst. Klein oder nicht. Es ist wichtig für mich. Ich werde das Versteck benutzen, um etwas Neues jeden Tag zu machen. Oh, das wird so viel Spaß machen. Ich kann gar nicht warten, bis es... Oder ich kann jetzt gar nicht warten, bis es fertig ist. Ich kann nicht sagen, ob dein Ziel groß oder klein ist. Aber ich muss zugeben, dass ich mich auch darauf freue. Ja, ich auch. Du denkst... Denkst du, da ist Platz für nette, große Bücherregale? Mein Zimmer ist viel zu klein. Ja, das klingt toll. Lass die End für uns bauen. Oder du könntest eine fantastische Alchemie benutzen. Mach sehr große. Viel größer als Taro. Größer als ich? Das klingt ziemlich toll, aber mach sie nicht zu groß. Und alles, was ich brauche, ist ein großer, Cauldron War Kessel, oder? Ich glaube, ja. Und etwas, Platz für meine ganzen Materialien. Und ein, Bett, wenn ich müde werde. Oh, ein tolles, nettes Tee-Servi quasi, wenn wir Besuch haben. Und dann, wie viel Zeug würdest du da reinpacken? Ach, keine Sorge. Ich werde auch ein bisschen Platz für euch beide machen. Was wollt ihr darin, dabei haben? Oh, ich? Interessiert mich eigentlich nicht wirklich, solange es mich von meinem Vater wegbekommt. Also, solange ich von meinem Vater wegbekomme. Wegkomme. Das ist ziemlich wichtig, noch eine bessere, oder... Ein weiterer guter Grund, um das Versteck perfekt zu machen. Ach, komm schon, nimm's nicht zu ernsthaft. Ich sag nur, dass es für eine bessere Zukunft da ist oder so. Okay, ja. Lasst uns alle an dem Versteck zusammenarbeiten. Okay, was auch immer. Gut, das war's vom heutigen Part, wie gesagt. Ich hoffe, im nächsten Part von Atelier Reiser Atelier Riser schaltet ihr auch wieder ein. Und hoffentlich kann ich bis dahin Deutsch. Bis dann, ciao. Euer V-Road. Tschüss.